Hallo, willkommen bei Lovima. Ich bin Martin und möchte dir heute mal meine fünf Gründe erzählen, warum mir das Sonic Pad so gut gefällt. Dies wird natürlich kein Review von irgendeinem Sonic Pad, weil davon gibt es bestimmt schon genügend. Und klar ist auch, dass das Sonic Pad nicht für die Clipper-Profis erfunden wurde oder halt gemacht wurde, die halt ihren fünften selbstgebauten Drucker mit der eigenen Firma ausstatten, sondern das Sonic Pad ist für User bestimmt die ganz einfach und schnell ihre Drucker mit Clipper verbinden möchten ohne möglichst wenig dabei irgendwie lernen zu müssen und ich denke dieses Marktsegment hat das Sonic Pad recht gut erreicht ich habe mir das Sonic Pad zu weihnachten selbst gekauft weil ich mit der Druckqualität von meinem Ender 5 Plus und der Bed Level Qualität nicht mehr zufrieden bin und irgendwie finde ich es ist sehr umständlich, das in den Griff zu bekommen. Und dann dachte ich mir: hm, Probiere ich einfach mal eine andere Firmware aus und am besten Clipper. Und da bot es sich natürlich an, den einfachen Weg zu gehen und mir einfach mal das Sonic Pad zu besorgen. Mittlerweile habe ich es rund vier Monate im Gebrauch und darum möchte ich dir jetzt mal erzählen, was mir an diesem Teil besonders gefällt. Das muss nicht auf alle zutreffen. Das Pad ist ja wie gesagt nicht für alle gemacht, aber ich finde es aus den fünf folgenden Gründen für mich doch sehr interessant. Mein erster Grund ist ganz einfach die Optik und die Haptik. Ich finde, es fühlt sich echt klasse an. Es knarzt nicht, wenn man es mal so irgendwie bewegt. Es ist also richtig super verarbeitet. Es hat keine scharfen Kanten, die irgendwie wehtun. Und so mit diesem dicken Rahmen und den, naja, Sicken hier an der Seite sieht es fast schon aus wie so ein. Ja, postapokalyptisches High-End-Pad, was man irgendwie im Outdoor-Bereich draußen verwendet. Es liegt auch gerade mit den Griffen, wenn man das so anfasst, sehr gut in der Hand. Wobei dafür ist es natürlich nicht gemacht, denn es steht ja normalerweise irgendwie auf dem Tisch. Und dafür sind diese Beine natürlich optimal ausgelegt. Also vom Gefühl her, es ist durchaus wertig. Mir gefällt es. Mein erster Grund: tolle Optik, tolle Haptik. Mein nächster Punkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt weiß ich, es gibt einige Leute, die bestimmt sagen werden: Boah, für das, was das Teil leistet, ist es viel zu teuer. Aber seien wir mal ehrlich: Was ist denn die Alternative? Ich habe mir das zu Weihnachten gekauft und als Alternative würde eigentlich nur ein Raspberry Pi 4 mit 2 GB. Und einem 7 Zoll Touchscreen in Frage kommen. Und da können wir gerne mal nachschauen, jetzt aktuell bei Amazon, wie denn die Preise sowohl für den Raspberry als auch für das Sonic Pad sind. Und dann vergleichen wir einfach mal, wie die Alternative eigentlich aussieht. Und bedenken wir dabei auch, zu Weihnachten waren die Preise von den Raspberries noch höher und die Lieferverfügbarkeit, sofern man überhaupt davon reden kann, war auch eine deutlich andere. Und ich weiß auch, dass es gewisse Seiten gibt, die den Raspberry Pi wesentlich günstiger anbieten, aber mit dem Zusatz momentan nicht lieferbar. Das ist für mich eher so ein bisschen Augenwischerei. Denn sobald die den lieferbar haben werden, werden die Preise auch wieder ganz andere sein, nämlich wesentlich höher. Aber vergleichen wir einfach mal. Also ein Raspberry Pi 4-2 GB kostet jetzt aktuell bei Amazon rund 190 Euro. Mit Netzteil und SD-Karte rund 215 Euro. Und genau dieses nehmen wir mal als Referenz. Ein einfacher 7-Zoll-Touchscreen kostet rund 54 Euro. Damit sind wir bei rund 270 Euro ohne einen Beschleunigungssensor zur Resonanzmessung. Und ohne ein schönes Gehäuse, welches wir uns natürlich selbst drucken können. Aber auch das kostet Filament. Und ist zeitaufwendig. Das Creality Sonic Pad kostet dort zurzeit 189 Euro, also ein deutlicher Preisvorteil. Natürlich verlinke ich dir das alles unten in der Beschreibung, so dass du da selbst mal schauen kannst, wie die Preise aktuell sind. Vielleicht sind sie auch günstiger geworden, vielleicht sind sie teurer geworden, je nachdem, wann du dir das Video anschaust. Auf jeden Fall siehst du, dass die wirkliche Alternative eigentlich gar nicht vorhanden ist, denn preislich ist das schon weit drüber hinweg. Und wenn man jetzt sagt, naja, statt Raspberry Pi gibt es ja auch andere Alternativen. Aber weiß ich nicht. Also ich habe keinen Bock, mich mit einem Banana Pi oder irgendwelche minderwertigen Klone auseinanderzusetzen. Dazu habe ich einfach keine Lust. Und wir dürfen dann noch nicht vergessen: selbst wenn wir eine Alternative wie den Raspberry Pi haben, dann müssen wir Clipper installieren und natürlich auch konfigurieren. Wollen wir das? Nein. Wir wollen ja einen einfachen Weg gehen. Auch wenn du jetzt sagst, auf dem Raspberry Pi ist ein vollwertiges Clipper, auf dem Sonic Pad nicht. Hast du recht. Aber brauchen wir dieses vollwertige Clipper überhaupt? Wollen wir uns die Mühe machen? Oder ist es halt genau dieses Einfache, was wir für den Einstieg haben wollen? Das ist die Frage, die ich mir und die du dir auch selbst nur beantworten kannst. Ich fand die Entscheidung zu dem Creality Sonic Pad als die für mich einfachere und cleverere. Mein dritter Grund? Einfacher Einstieg in Clipper. Durch das vorinstallierte Clipper auf dem Sonic Pad ist der Einstieg in Clipper wirklich sehr einfach. Alle Konfigurationsdateien sind schon vorhanden. Und wenn es mal ein Update geben sollte, dann kriegst du einen Hinweis beim Einschalten des Pads. Und du kannst dir jetzt aussuchen, machst du jetzt das Update oder machst du es irgendwann später? Wenn du das Update haben möchtest, bestätigst du das und das Update wird automatisch geladen und installiert. Du musst dich um nichts. Weiter kümmern. Und das nenne ich sehr einfach. Grundeinstellungen wie Netzwerkkonfiguration laufen auch ganz einfach und die musst du natürlich nur beim allerersten Mal machen. Also einfach einschalten und losklippern. Übrigens nehme ich dieses Video jetzt mit meinem DJI-Mic auf. Eins habe ich natürlich bei mir dran. Der Empfänger ist auf der Kamera. Und ich möchte damit einfach versuchen, die Tonqualität in dem Video und in allen zukünftigen Videos nicht nur zu verbessern, sondern, was mir wichtig ist, dass die Tonqualität wirklich gleichmäßig identisch ist. Und nicht, dass sie vom, ich sage mal, Laberteil anders ist als vom Tutorialteil oder von den b aufnahmen oder Sonstiges. Ich möchte, dass es ein durchgehender Ton ist von der Qualität... Ohne dass es ein ständiger Wechsel ist, wie es in der Vergangenheit war. Lag natürlich auch daran, dass ich in der Vergangenheit die Videos mit drei unterschiedlichen Mikrofonen gemacht habe. Oder sagen wir bis zu drei unterschiedlichen Mikrofonen. Und das natürlich auch in der Nachbearbeitung extrem aufwendig war und es eigentlich nie zu einem wirklich zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat. Darum teile mir doch einfach mal mit, wie du die Tonqualität jetzt findest. Schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich verlinke dir auch dieses. Luxus-Mikrofon natürlich auch unten. Ähm, bislang muss ich sagen, bin ich extrem zufrieden. Aber es kommt natürlich auch auf dich drauf an. Wie empfindest du das Ganze? Darum freue ich mich sehr auf dein Feedback und bin eigentlich sogar darauf angewiesen. Aber weiter geht's jetzt hier zum Sonic Pad. Mein vierter Grund ist der einfache Anschluss deines 3D-Druckers. Sofern du einen Creality-Drucker hast, wählst du den Drucker einfach nur aus dem Menü aus. Und die Druckerfirmware wird übertragen. Und das war's. Viel einfacher geht es wohl nicht. Wenn du einen Drucker von einem Fremdhersteller hast, wie Artillery, Focus, AnyCubic, dann soll es auch recht einfach sein. Ich kann das im Moment nicht ausprobieren, weil mein AnyCubic, der steht eine Etage höher, schön eingehaust, für ASA bereit. Mein Artillery hat eine andere Marlin-Firmware, mit der ich sehr zufrieden bin. Das möchte ich nicht ändern. Und mein Odin Foucault, den mache ich bereit zum Verkaufen, weil ich einfach Platz brauche und ihn so gut wie nie benutze. Der hat prima TPU gedruckt und eigentlich bei mir auch nur TPU gedruckt. Aber er läuft, ich weiß nicht. Einmal alle drei Monate und das bringt es nicht. Und ich brauche den Platz auf meiner Arbeitsbank, um arbeiten zu können. Wenn ich mal einen anderen Drucker habe, werde ich das natürlich selbstverständlich sofort ausprobieren, wie einfach der Anschluss an das Creality-Pad ist. Aber ich denke, da gibt es keine Probleme. Mein fünfter Punkt ist die sehr einfache Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche ist recht einfach, weil diese gut strukturiert und aufgeräumt ist. Auch die Konfigurationsmenü sind ganz klar und das Ganze läuft sehr flüssig über den Touchscreen. Die gesamte UI ist weder verspielt noch verschnörkelt. Das trägt natürlich zu dieser guten Übersicht bei. Und wenn du dir das Video jetzt tatsächlich bis hierhin angeschaut hast, dann wird es Zeit für einen kleinen Bonus. Und zwar für meinen sechsten Grund. Und der ist recht einfach und doch wichtig. Denn... Das Creality Sonic Pad lief ohne Probleme, anstandslos, auch mit dem Silent Board, welches im Ender 5 Plus eingebaut ist. Da hatte ich anfangs so einen leichten Bedenken, ob ich das Board vielleicht doch nochmal irgendwie ja, für mich umständlich nachkonfigurieren muss. Aber nein, ich habe das Pad angestöpselt, den Ender 5 ausgewählt, die Firmware wurde auf den Ender übertragen und es passt, es läuft. Und das ist doch mal echt klasse. Also, ich bin bis hierhin recht zufrieden. Das sind meine fünf Gründe plus der sechste, warum mir das alles gut gefällt. Das heißt aber noch nicht, dass wir bei dem kompletten Fazit sind. Klar könntest du jetzt sagen, 2 GB für so ein Pad, das ist aber in der heutigen Zeit ziemlich wenig. Und ja, da muss ich dir recht geben. Finde ich normalerweise auch, dass es ziemlich wenig ist. Aber im Sonic Pad funktioniert es. Es läuft einmal frei. Es läuft schnell, es läuft flüssig. Es gibt keinen Grund, dort im Moment mehr haben zu müssen. Das heißt, ich habe keine weiteren Gigabytes mehr vermisst. Darum, dieser Einwand ist sicherlich nicht ganz so entscheidend. Der nächste Einwand ist vielleicht interessanter. Und zwar, dass die USB-Ports nicht schnell genug sind, wenn man mehrere Kameras anschließen möchte. Und ja, den Grund kann ich verstehen. Hast du mehrere Drucker? Mit unterschiedlichen Kameras kann es und wird es wahrscheinlich Probleme geben. Eine Kamera funktioniert einwandfrei, zwei Kameras, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das funktioniert. Aber für mich persönlich, ich habe im Moment nur einen Drucker mit einer Kamera angeschlossen und das funktioniert prima. Also für mich auch kein Grund, nach einer anderen Alternative zu suchen. Solltest du dennoch selbst Gründe haben, die meine widerlegen oder die dagegen sprechen, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Ich bin auf eine spannende Diskussion gespannt. Hat das Sonic Pad denn jetzt meine Erwartungen erfüllt? Oder gibt es demnächst ein Video mit meinen fünf Gründen, warum ich das Sonic Pad hasse? Ja, es hat meine Erwartungen erfüllt. Das Meshpad Leveling ist mit dem Sonic Pad sehr einfach und funktioniert extrem gut. Auch die Druckqualität ist, meine ich, besser geworden. Oft ist es natürlich so ein subjektiver Gedanke, aber ich glaube eigentlich schon. Und durch die Resonanzmessung kann ich jetzt mit dem Ender 5 Plus auch schneller drucken bei gleichbleibender Qualität oder in dem Fall sogar besserer Qualität. Übrigens, wenn dich mehr über den Ender 5 Plus interessiert, dann guck dir doch einfach mal das Video, an welches jetzt eingeblendet wird. Oder vielleicht findest du den... K1 Speedy ja sogar noch interessanter als den neuen Drucker. Dann schau dir das nächste an. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.